Hallo, moin moin und alle herzlichst willkommen zur inzwischen 58. Lesung des fantastischen Buches von James Edgar Wylie aus dem 19. Jahrhundert, Das Doppelgesicht des Papsttums. Wir beginnen heute in dem letzten Kapitel des vierten Buches, bevor wir in den Abschluss gehen. Das sind die Aussichten des Papsttums. Da gehen wir auch sehr oft Parallelen sehen zu dem, was James Edgar Wylie zwischen Anführungszeichen im 19. Jahrhundert vorausgesagt hat, zu dem, wie die Welt sich heute entwickelt. Das kann ich euch nur sagen, das ist sehr interessant, wird sehr interessant, bleibt dran. Wenn ihr die anderen Folgen bis jetzt alle geschaut habt, dann danke ich euch für eure Treue. Wenn ihr gerade neu zugeschaltet habt, dann danke ich euch dafür, dass ihr es gefunden habt. Und ich danke im Grunde nicht euch, sondern ich danke dem Heiligen Geist, dass er euch dazu geleitet hat, die Dinge zu tun. Diese Lesung wären nichts wert, wenn sie nicht im Lichte der Bibel passieren, wenn wir nicht alles an der Bibel messen würden. Wir hatten einige Sendungen, wo wir gesehen haben, dass wir auch den James Edgar Wylie immer berichtigen mussten, wie zum Beispiel die Sendung über den Sabbat und so weiter, wo wir gesehen hatten, dass auch er Fehler hatte, die mit der Schrift zu korrigieren sind. Und dann tun wir das auch. Auch James Edgar Wylie ist nicht unfehlbar. Ich bin nicht unfehlbar. Niemand, der hier versammelt ist mit mir, ist unfehlbar. Der Einzige, der unfehlbar ist, ist Gott. Und wir sind alles kleine, elendige Sünder und sollten auf den Staub in den Knien fallen vor ihm, ehrfürchtig vor seiner Gnade, die er uns zuteil hat werden lassen. Alleine schon dafür, dass wir uns hier heute versammelt haben und zur 58. Lesung zusammengekommen sind. So einfach ist das. Nun, bevor wir jetzt mit dem 58. Kapitel anfangen, kann ich euch mitteilen, hat Bruder Alexander wieder ein ganz tolles Lied produziert. Das ist der dritte Teil über die Heilung des Blinden aus der Bibel. Und ich habe heute gedacht, ich werde mir mal einen YouTube-Film dazu suchen und habe einen wunderschönen Film dazu gefunden, der im Grunde alle drei Teile zusammengefasst widerspiegelt. Und habe da 1,5 Minuten rausgeschnitten und in das Video heute eingearbeitet, genau über die Szene, wo er da spricht. Nur die dauert im Gesang knapp 3 Minuten und im Film nur 1,5. Also habe ich die Szene zweimal genommen. Es ist also kein Fehler, dass ihr dieselben Szenen zweimal seht. Aber wenn ihr den Text hört, den er singt, und ihr seht die Bilder, das ist genau das, was er besingt, aber halt. Sein Gesang dauert länger als der Film da ist. Und da ich den Film nicht hier verlängern kann, habe ich den halt zweimal reingemacht. Ich finde es sehr schön geworden, das Video. Ich finde es einen sehr schönen Abschluss zu der Geschichte über die Heilung des Blinden, vor allen Dingen die Erkenntnis, die daraus erwachsen ist, die alleine schon der Einleitungssinn, den Alexander zum Beginn dieses Liedes sagt. Und deswegen will ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, bevor wir jetzt im letzten Abschnitt des Buches, also im letzten Abschnitt des Kapitels lesen, im fünften Kapitel des vierten Buches, Einfluss des Papismus auf den Nationalwohlstand, ja, auf das Geld, schauen wir uns das Lied von Alexander an. Da legen wir jetzt los. Bitteschön. Ich denke, dass Gott dem Blindgeborenen keinen Namen gab, hat seinen ganz speziellen Grund. Dieser könnte jeder von uns sein. Du, ich, Jörg oder Michael oder wer auch immer dieses liest oder hört. Wir waren alle blind und sehen jetzt, auch wenn nur bruchstückhaft. Aber es kommt der Tag, da werden wir ihn ganz und gar erkennen. Jesus Christus. Und als Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, suchte er ihn. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es.
Er sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden. Und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer. Sprachen, sind denn wir auch blind? Und Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend. Deshalb bleibt eure Sünde. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter. Die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er ihnen vorher und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Ein schönes Lied zur Einstimmung der Lesung heute, der 58. Eben mal schauen, ob alle Ausschläge gut sind. Ja. Einfluss des Papismus auf den Nationalwohlstand. Wir hatten den Einfluss des Papismus auf den Einzelnen, wir hatten den auf die Nation. Jetzt kommt der über den Nationalwohlstand zum Abschluss dieses Kapitels oder dieses vierten Buches. Die ökonomische Lage eines Volkes ist unmittelbar von dem Stande seiner sittlichen und intellektuellen Bildung abhängig. Nachdem wir den niedrigen Stand der papistischen Völker in letzterer Beziehung nachgewiesen, bleibt uns noch kurz darzulegen, dass sie auch im Nationalwohlstand den evangelischen nachstehen. Der Beweis ist auch nicht schwer zu führen. Die Reformation brachte das Papsttum in den Schmelztiegel der Schrift, die drei seitdem verschlossenen Jahrhunderte, in denen der Erfahrung und der Romanismus ist in jedem dieser Prozesse als unecht befunden worden. Im ersteren
als Gegner der Wahrheit und daher der ewigen Glückseligkeit, im zweiten als Feind eines gesunden sozialen und politischen Zustandes und daher der irdischen Wohlfahrt des Menschen. Die Reformation, welche die Geister entfesselte, die Herzen belebte, den Verstand erweckte, das Gefühl reinigte, den Willen stärkte, diese Reformation brachte eben dadurch jedes ihrem Einflusse hingegebene Volk im raschen Laufe auf eine in geistiger und materieller Beziehung höhere Kultur, darum auch Glücksstufe. Und nachgerade zieht der desfallige Unterschied zwischen evangelischen und papistischen Ländern die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Man sehe auf Westeuropa den Hauptkampfplatz beider Systeme. Nach 300-jährigem Nebeneinanderbestehen und Kämpfe auf evangelischer Seite ein stetiger Aufschwung, auf katholischer ein beständiges Sinken. Kann es einen schlagenderen Beweis geben? Darum sollte man dringend Caritas in Veritate lesen. Das ist das Enzyklikal vom Antichrist Papst Benedikt XVI. Aus dem Jahr 2008. Kannst du bitte dein Mikrofon ausschalten da? Ob meine Lesung davon bereits vollzogen ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Lesung, weiß ich heute nicht. Das habe ich am 30. Juni dieses Jahres geschrieben. Heute habe ich dann dazugefügt, nein, es ist nicht passiert, da Victor nicht mehr wollte und ich keine Zeit dazu fand bis jetzt. Ne? Victor hatte damals das Papier übersetzt über Caritas in Veritate von Berean Beacon von Richard Bennett. Das wollten wir dann zusammen lesen. Ich habe es ihm dann zweimal vorgeschlagen und das kam da nicht von. Und im Licht der globalen Corona-Agenda ist das Lesen und Verstehen des Papiers, des Enzyklikals von Papst Benedikt XVI. Mit dem Namen Caritas in Veritate, das heißt so viel ja wie Nächstenliebe in Wahrheit, ja, oder Liebe in Wahrheit, nötiger als je zuvor. Also ich hoffe, dass ich die Lesung nochmal irgendwann unter Dach und Fach kriege. Aber ansonsten sollte jeder sich selbst damit mal beschäftigen und dieses Papier lesen, weil in Caritas in Veritate versteht man, wenn man es richtig liest, wie der Papst alle Errungenschaften der Reformation, ja, die wir unter anderem in Deutschland diesem Herrn hier zu verdanken haben, wie der Papst alle Errungenschaften dieser Reformation zunichte machen will, um alles wieder in den Zustand zu versetzen, in dem die Welt war vor der Reformation, also zu Beginn des 16. Jahrhunderts, wo die römisch-katholische Kirche auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Macht war. Und das kommt auch noch mal ganz deutlich hervor, wenn man sich das Konzil anschaut, das zwischen 1513 und 1517 stattgefunden hat. Ich weiß jetzt ums Verrecken nicht, wo das genau war. Kann ja vielleicht mal eben einer raussuchen. Ich weiß nur, dass es das Konzil war, wo ein Bischof oder ein Kardinal mehr oder weniger zur Eröffnung gesagt hat zu dem Papst: Thou art another God on earth. Du bist ein anderer Gott auf Erden. Ja? Also die Macht der römisch-katholischen Kirche war am Beginn des 16. Jahrhunderts so stark wie nie zuvor. Durch die jahrhundertelange Inquisition haben sie die meisten Ketzer ausgerottet oder vertrieben. Einen ganz großen Teil davon jedenfalls. Sie haben mehr oder weniger ganz Europa beherrscht. Es gab keinen einzigen König, der in Europa regierte, der nicht abhängig war von der Gnade des Papstes. Und die Macht der zwei Schlüssel, das heißt der geistige Schlüssel, mit dem Rom als einzige Kirche sich präsentiert, und des silbernen Schlüssels, mit dem sie die Macht über die weltliche Regierung zum Ausdruck bringt, diese zwei Schlüssel waren alle beide in das richtige Schloss und rumgedreht und es schien kein Weg zurück mehr zu geben. Die Tür, die sich öffnete, als das Papsttum die zwei Schlüssel umdrehte, hat in die reine Finsternis geführt. Deswegen spricht man auch von den dunklen Zeitaltern in der Zeit. Und dann kam das Licht in die Welt in der Person von dem Wort, ja, 1. Johannes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und weilte unter uns. Jesus Christus kam durch sein Wort, durch die Bibel in die Welt
Und Menschen, die die Bibel endlich in ihrer eigenen Sprache lesen konnten, erkannten, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Antichrist ist. Das war den Leuten bis dahin nicht deutlich. Das wusste man nicht, weil die Leute konnten die Bibel nicht lesen. Sie hatten nur die Indoktrination der einzigen auf dieser Erde bis dahin bestehenden Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Das wahre Christentum war im Untergrund und wurde verfolgt, unter anderem in der Form von Albigensern, Hugenotten, Waldensern und so weiter und so weiter. Die Verfolgung ging dann auch nach der Reformation noch weiter. Die Verfolgung begann ja richtig schwer mit der Inquisition, Beginn des 13. Jahrhunderts und setzte sich fort bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber das 16. Jahrhundert liegt da in der Mitte. Die Inquisition hat nicht aufgehört zu der Zeit, ganz im Gegenteil. Aber das Problem war, dass die Bibel in die Welt gekommen ist. Und durch den Buchdruck, der wenige Jahre zuvor erfunden wurde, konnte man jetzt Bibeln massenhaft auf den Markt bringen. Ja, man müsste sich mal vorstellen, früher wurden die Bibeln ja mit der Hand geschrieben. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange es dauert, eine Bibel mit der Hand zu schreiben? Altes Testament, Neues Testament, mindestens 66 Bücher. Wenn man noch die Apokryphen damit beinimmt, was ja oftmals getan wurde, dann ging es um über 70 Bücher, dann ging es um weit über 2000 Seiten, mit der Hand geschrieben, verziert mit Zeichnungen, alles drum und dran. Das dauert eine Ewigkeit. Und sich dann so eine Bibel kaufen, das konnte der normale Mensch auf der Straße lange, lange, lange nicht. Und in der Kirche wurde diese Bibel nicht gelehrt. In der Kirche wurde Katechismus gelehrt, wurde die Tradition der Kirche gelehrt, genau wie heute. Keine Bibel, ja. Die meisten Priester kannten selbst die Bibel nicht, weil in ihrer Ausbildung haben sie auch die Bibel nicht gesehen. Auch Martin Luther hat in seiner Ausbildung die Bibel nicht gesehen. Er hat sie durch Zufall in der Bibliothek gefunden. Zufall. Ja, wir wissen als Christen natürlich alle, dass uns etwas zufällt, weil Gott es uns zugänglich macht. Ja, das ist Zufall. So war es bei Martin Luther auch. Und dadurch, dass er dann die Bibel ins Deutsche übersetzt hat und gleichzeitig Wycliffe davor schon begonnen hat, die Bibel ins Englische zu übersetzen, Tyndale das durchgezogen hat und 1537 die englische Bibel auch in England überall auslag, kam ab der Mitte des 16. Jahrhunderts die Reformation oder Protestantismus in eine, lass uns mal sagen, in einen reißenden Strom, ja, der kleine schwelende Bach hat sich verwandelt in einen reißenden Strom und hat alles mitgerissen, was die päpstliche Macht in dem Augenblick dargestellt hat. Dem Papst wurde Macht genommen in der Form von weltliche Macht genommen, weil die Könige haben sich von ihm losgesagt und haben ihren Untertanen Religionsfreiheit gegeben und auf einmal war nicht mehr die römisch-katholische Kirche alleine da, sondern Leute haben nach ihrem eigenen Gewissen ihre Religion ausgeübt und das eigene Gewissen hat sie zur Bibel, zum Wort Gottes hingezogen, das sie davor nicht kannten. So hat der Papst weltliche Macht verloren, er hat geistige Macht verloren, der Papst wurde hingestellt als Antichrist, jeder Mensch wusste damals, wer der Antichrist ist, anders als heute, da haben sie alle das große Raten nach, wegen der futuristischen Lüge, aber damals wussten die Menschen das und dieses Wissen hat die Völker befreit. Und diese Befreiung, die hat den Papst nicht nur Macht gekostet, die hat ihn auch saumäßig viel Geld gekostet. Und das will er alles zurückhaben. Und in Caritas in Veritate nimmt er den ganzen Reichtum, den die protestantischen Länder sich über die Jahrhunderte aufgebaut haben und bis heute haben, nimmt er ihnen das wieder weg und macht alle gleich. Ja? Universales Grundeinkommen, schon mal gehört? Das ist eine Sache, die bei ihm auf der Agenda stehen. Und niemand hat noch Privatbesitz. Alles muss ich mieten oder darf ich mir so nehmen, muss da Vergütungen für bezahlen oder muss da Lizenzen für haben oder wie auch immer. Aber es gibt keinen Privatbesitz mehr. Und wenn es keinen Privatbesitz mehr gibt, dann fällt das 7. Gebot, du sollst nicht stehlen, weg, weil wenn mir nichts mehr gehört, dann kann ich ja im anderen kein Eigentum wegnehmen, ja, dann kann ich ja nicht mehr stehlen. Und dann kann ich auch nicht mehr begehren, auch das Gebot fällt dann weg. Also mit anderen Worten, Caritas in Veritate ist eine sehr hinterlistige Manier, um in die Gesetze Gottes einzugreifen. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Papier, um zu verstehen. Und wenn ich die Zeit habe, werde ich es gerne mal lesen. Und James Atkin Wiley gibt ja einen wunderbaren Einstieg darauf, um zu sagen, nach 300-jährigem Nebeneinanderbestehen und Kämpfe auf evangelischer Seite ein stetiger Aufschwung, auf katholischer ein beständiges Sinken.
Deutschland ist gestiegen, Niederlande sind gestiegen, England ist gestiegen, Schweden ist gestiegen, Norwegen ist gestiegen, die ganzen nördlichen protestantischen Länder sind gestiegen im Aufschwung, wirtschaftlich, im geistigen Aufschwung, im Herzen, im Gefühlsaufschwung, der eben dadurch kam, dass sie das Wort Gottes noch einmal für sich hatten. Und die unreformierten Länder sind immer stetig mehr gesunken. Italien, Spanien, Portugal. Schaut euch die Länder im Vergleich in Europa heutzutage an. Griechenland, um ein weiteres Land zu nennen. Schaut euch Südamerika an im Vergleich zu Nordamerika, also Lateinamerika im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Ja. Was für ein Unterschied das ist. Und das ist eben der Unterschied zwischen reformiert oder papistisch. Kann es einen schlagenderen Beweis geben als den, der uns jeden Tag im Grunde blind schlägt, ja, der vor unseren Augen ist und wir wollen es oftmals nicht sehen? Diese ganzen Freiheiten, die wir damals bekommen haben, weil wir ein anderes System aufgerichtet haben als das papistische System, die will der Papst uns wieder nehmen. Das, was Martin Luther vor 500 Jahren für uns gemacht hat, uns die Bibel zu geben, das will der Papst uns wieder nehmen. Er will uns die Bibel nehmen, er will uns die Wahrheit nehmen, er will uns das Wort Gottes nehmen, er will uns unsere Sicherheit der Erlösung nehmen, er will uns alles nehmen, weil er ist der Stellvertreter Satans hier auf Erden. Ja. Ja. Und zwar auch das Reichtum, das halt die protestantischen Länder angehäuft haben. Das hast du ja erwähnt. Und ja, das wird jetzt ganz klar auch offiziell verkündet. Zum Beispiel der Gründer von World Economic Forum, Klaus Schwab, hat ganz offen gesagt, sie werden in 10 Jahren nichts besitzen. Das heißt, er hat das in seinem Buch, das dieses Jahr erschienen ist, glaube ich, veröffentlicht oder auch in Interviews gesagt. Aber wie du gerade gesagt hast, der Papst war davor. Das ist dann der eigentliche Urheber der Agenda. Ja, schau, die Frage ist natürlich, ob die Leute, ich weiß nicht, ihr, die hier anwesend seid, versteht ihr, warum der Papst diese Agenda hat? Vielleicht die Leute, die das Video schauen, kann ich ja nicht fragen. Ich kann nur die fragen, die hier jetzt dabei sind. Versteht ihr, warum der Papst die Agenda hat, dass er durch unter anderem Caritas in Veritate und andere Enzykliken sagt, ich hole mir das wieder, was mir weggenommen wurde? Ja, es gab ja in der Zeit der Reformation die Säkularisierung. Da wurden viele Klöster enteignet. Da hat zum Beispiel auch schon durch diese Tatsache die katholische Kirche an Eigentum verloren. Also ich werde es, Marius, ich werde es mal kurz erklären. Ja, wenn hier keiner reagiert auf meine Frage, dann nehme ich mal davon an, dass Sie es auch nicht wissen. Also ich werde es mal kurz erklären. Dann versteht man überhaupt, warum das da hingeht, wo es hingeht. Die Reformation hat dafür gesorgt, dass, wie gesagt, etliche Könige von dem Joch des Papisten befreit wurden, weil sie ihren Untertanen Religionsfreiheit gewährt haben, weil auch diese Könige eingesehen haben, dass der Papst regiert und nicht sie selber, und weil das Volk gesagt hat, wenn ihr uns einen König vorsetzt, der den Papst hörig ist, anstatt Gott hörig ist, dann setzen wir diesen König ab. Unter anderem in Frankreich hat man das sehr erfolgreich mit der Guillotine getan. Es gab auch noch andere Beispiele. Ja? Das Volk wurde aufständig gegen die Herrscher, weil das Volk hat begriffen, dass die Herrscher nur die ausführenden Organe des Papismus waren und nicht für das Volk regiert haben. Nun hat im Lauf der Reformation haben die Länder sehr viel Besitz von der römisch-katholischen Kirche abgenommen. Wir haben ja bereits in anderen Lesungen dieses Buches gelernt, wie die römisch-katholische Kirche zu unglaublichem Reichtum kam. Nicht nur durch das Verkaufen von Indulgenzen, also Ablassbriefen, sondern vor allen Dingen durch den Beichtstuhl, dadurch, dass die Leute am Ende ihres Lebens ihr Vermögen der römisch-katholischen Kirche vermacht haben, ja. Das sind die Dinge, wie die römisch-katholische Kirche teilweise bis zu einem Drittel, bis zur Hälfte des Landes, also des Grundstücks eines Landes in Besitz nehmen konnte in der Zeit. Und dieser unermessliche Reichtum wurde der römisch-katholischen Kirche abhändig gemacht. Durch die Reformation haben die verschiedenen Nationen sich das zurückgeholt.
haben, wie du gerade richtig sagst, unter anderem zum Beispiel die Kloster enteignet, die Kloster geschlossen und so weiter, haben das Land weggenommen. Die Bauern, die bis dahin das Land gepachtet haben von der Kirche, konnten das Land nun vom Staat erwerben. Ja? Eigentum wurde geschaffen. Ja? Bauern konnten ihren eigenen Grund bewirtschaften und ihre Früchte dann verkaufen. Die römisch-katholische Kirche hat das alles verloren. Die römisch-katholische Kirche hat durch diese Reformation unzählbare Milliarden verloren. Und der Papst will sich das alles wiederholen. Jetzt ist die Frage von, warum kann er sich das denn alles wiederholen? Damals wussten die Menschen aufgrund dessen, dass sie die Bibel gelesen haben, das, was Martin Luther uns hier sagt. Der Papst ist der Antichrist. Jeder wusste es damals. Jeder hat damals den Papst protestiert. Davon kommt Protestantismus. Protestantismus ist der Protest, dass man einen unrechtmäßigen Herrscher protestiert. Der Papst ist ein unrechtmäßiger Herrscher. Nur Jesus Christus ist der rechtmäßige Herrscher über die Menschen. Doch zumindest über die Menschen, die an ihn glauben. Und da sich die ganze Welt mehr oder weniger christlich nannte, sie war katholisch, die Menschen verstanden den Unterschied zwischen Katholizismus und Christentum nicht, das verstehen sie heute auch noch nicht. Aber wenn man ein wahrer Christ ist, dann will man nicht leben unter dem Einfluss, unter der Herrschaft eines Fremdherrschers. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum in Amerika im 19. Jahrhundert die Monroe-Doktrin rauskam, ja, wo Präsident Monroe ganz klar gesagt hat, die europäischen fremdbeherrschten Länder, vor allen Dingen Rom selber, der Vatikan, die sollen sich hier bloß nicht blicken lassen, sonst machen wir da mal kurzen Prozess mit. Und da ist auch keiner gekommen. Aber Monroe-Doktrin ist wieder ein anderes Thema. Der Punkt, auf den ich hinaus will, hier ganz, ganz einfach, ist, die Reformation hat den Nationen den Reichtum wiedergegeben, den der Papst über Jahrhunderte sich unrechtmäßig angeeignet hat, weil die Nationen alle darin übereingestimmt haben, dass der Papst, dass die römisch-katholische Kirche eine satanische Kirche ist und der Papst der Antichrist ist. Und deswegen haben sie ihn zwischen Anführungszeichen entmachtet, haben ihm das Geld und alles weggenommen. Nun hat aber Ende des 16. Jahrhunderts der Orden der Jesuiten eine Lehre in die Welt gesetzt durch Francisco Ribera, die nennt sich die futuristische Antichristenlehre. Die wurde ab Beginn des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen in England und auch in anderen Seminaren, auch in Deutschland, allen angehenden Pastoren, Priestern und so weiter gelehrt. Seitdem, also das ist jetzt über 200 Jahre her, seit gut 200 Jahren wird überall nur die futuristische Antichristenlehre gelehrt. Und was ist die futuristische Antichristenlehre? Der Papst ist nicht der Antichrist. Der Antichrist ist eine unbekannte Person, die 7 Jahre vor dem Wiedererscheinen Jesu Christi kommen wird, weil die 70. Jahrwoche von Daniel aus Kapitel 9, von Daniels Prophezeiungen, Kapitel 9, Verse 4 bis 27, die 70. Jahrwoche ist bis jetzt immer noch unerfüllt. Da steht drin geschrieben, dass er ein Ende bringen wird an die Opferung und die Übertretung. Das ist Jesus Christus. Das bespreche ich in einem anderen Video und werde ich auch in der Zukunft noch in anderen Videos besprechen, wenn ich über den Endzeitwahn spreche und über den Israel-Betrug spreche. Aber der Punkt ist, um jetzt den Faden nicht zu verlieren, dass, wo war ich denn stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich dachte schon, mit so einem ausgebreiteten Satz passiert mir das ab und zu mal. Dass also durch diese Zukunftslehre heute niemand mehr den Finger auf das Papsttum weist, als der Antichrist zu sein. Und dann sagt der Papst eben, ihr wart damals im Irrtum, ihr habt mir alles weggenommen und ihr habt gesagt, ich bin der Antichrist, aber das glaubt ihr heute nicht mehr. Heute glaubt jeder diese Zukunftslüge des Antichristen. Ich bin der Papst, ich habe rechtmäßig die ganzen Dinge. Ihr müsst alles wiedergeben, was ihr von mir genommen habt. Ihr müsst mich in meiner vollen Ehre und Glorie wiederherstellen.
Und deswegen kommen solche Papiere wie Caritas in Veritate, deswegen kommen solche Papiere, wie Marius gerade gesagt hatte, von dem Schwab, der da anscheinend der Vorsitzende von dem Weltökonomischen Forum in Davos ist, der natürlich nur ein ausführendes Organ der päpstlichen Agenda ist. Ja? Das ist Ja, der das. Punkt. Da wir heute, und ich meine jetzt nicht mit wir, die hier Anwesenden, ich glaube, die hier Anwesenden haben inzwischen die Zukunftslüge durchschaut und begriffen, aber wir, meine ich, das deutsche Volk, das belgische Volk, das niederländische Volk, das englische Volk, das amerikanische Volk, das schwedische Volk, also alte, lutheranische, calvinistische, reformierte Staaten, die sind alle der Zukunftslüge verfallen, die erkennen alle nicht mehr, dass der Papst der Antichrist ist und deswegen kann der Papst das alles rückgängig machen. Deswegen macht er das alles rückgängig. So einfach ist das im Grunde. Es ist alles gar Ja, nicht so schwer. nur der Durchschnittsmensch, der wird ja gar nicht so weit kommen, um da Futurismus oder die wirkliche Lehre zu unterscheiden zu können. Der, wenn er sein Vermögen verliert, wird er dann vielleicht erstmal den Staaten, den Regierungen die Schuld geben. Und wenn er etwas tiefer gräbt, vielleicht auch den World Economic Forum mit dem Klaus Schwab und so weiter. Aber wer dringt schon so tief, dass er denn als den wahren Urheber den Papismus da jetzt erkennt und die Konsequenzen sieht? Ja, da hast du leider genug nicht Unrecht mit, dass die Leute sehen immer nur die weltlichen, die materiellen Konsequenzen von Handlungen, die hier passieren. Sie sehen nie die geistigen Konsequenzen. Das ist ja das Problem. Deswegen habe ich ja schon immer gesagt, das, was wir im Augenblick mitmachen im Jahre 2020 oder mitgemacht haben bis jetzt, das ist zwar ein weltliches Theater, das sich abspielt, aber das hat einen geistigen Hintergrund. Und das hat den geistigen Hintergrund, dass die Macht des Papstes wieder so hergestellt wird, wie sie vor der Reformation war. Deswegen habe ich ja nicht für nichts das Konzil von 1513 bis 1517 eben erwähnt. Ja, es ist ja kein Zufall, dass das ging bis kurz bevor Martin Luther seine Thesen in Lateinisch im Oktober verteilt hat. Da war die Kirche auf der absoluten Krone ihrer Macht, um es jetzt mal so auszudrücken, auf der Höhe ihrer Macht. Und diese Macht wird wiederhergestellt, muss wiederhergestellt werden, weil die römisch-katholische Kirche die Kirche Satans ist und weil Satan nichts anderes will als Anbetung. Das hat er in Matthäus und Lukas Kapitel 4 deutlich genug gemacht gegenüber unserem Herrn Jesus Christus. Wenn du niederfällst und mich ankniest, dann werde ich dir dies alles geben. Und in Offenbarung 13 steht ganz klar, dass das erste Tier, das aus dem Meer kam, den Sitz, die Autorität und die Macht bekommen hat von dem Drachen. Und wir wissen aus der Offenbarung, ich glaube Kapitel 12, also das Kapitel davor, dass der Drache die alte Schlange, der Teufel, der Satan ist. Ja, es ist ganz deutlich. Und die meisten Leute, da hast du natürlich ganz recht, Marius, leider hast du da ganz recht, muss ich sagen, die meisten Leute erkennen das nicht, weil sie in der Welt sind, weil sie von geistigen Dingen nichts verstehen, weil sie den Zusammenhang zwischen religiöser und politischer Agenda nicht sehen, weil sie nicht sehen, dass Religion die Politik kontrolliert. So ist es leider. Die Leute bekommen jetzt noch eine letzte Chance aufzuwachen. Und dann wird uns irgendwann der Strom abgeschnitten, das Internet abgeschnitten oder wir bekommen nur noch Internetzugang, wenn wir eine Impfung vorweisen können oder andere Dinge. Und dann ist vorbei damit. Deswegen muss man sich die Dinge jetzt so schnell wie möglich auf ein tragbares Medium, nenne ich jetzt mal, weiß nicht, ob der richtige Ausdruck ist, Michael, tragbares Medium speichern, wie ein USB-Stick oder eine extra Disk oder so, kann man da das Wort Medium für gebrauchen? Ja, ne? Ohne jetzt eine negativen Consent mit reinzukommen, also negatives Verständnis für das Wort Medium jetzt reinzukommen. Die Dinge muss man sich sichern und wenn man dann später nochmal Zugang zu irgendwelchen elektronischen Abspielgeräten hat, dann kann man das nochmal abspielen, kann man sich das anschauen. Ansonsten muss man sich das verinnerlichen und gedruckte Bücher kaufen und hoffen, dass Fahrenheit 451 noch weit von unserer Tür heute ist, dass man zumindest seine Bücher noch behalten kann und nachlesen kann. Wir müssen das Lesen wieder lernen und uns nicht indoktrinieren lassen vom Fernsehen und sowas, sondern wir müssen lernen zu lesen. Deswegen lese ich ja auch solche Stopp. Bücher, um euch das Lesen beizubringen. Ja, bitte, Michael. Ich habe heute genau damit geendet, mit der Lesung, die du noch gar nicht kennst von mir.
Ach so. Habe ich nämlich genau gesagt, man muss einfach mehr Bücher lesen, weil Bücher einem das eigene Tempo zugestehen, dass man also nicht erschlagen wird durch irgendetwas, was beim Fernseher rüberflimmert in wahnsinniger Frequenz. Und zum Zweiten, wir können ja auch davon ausgehen, dass ja nicht nur Fahrenheit 451 die Temperatur in Fahrenheit-Maß, jetzt wo halt Papier sich entzündet, ein Problem ist für das Überdauern von Wissen, sondern wenn wir davon ausgehen, dass es auch andere Manipulationen möglich sind, dann kann zum beispielsweise auch von einem elektromagnetischen Impuls ausgehen, der dann alle Festplatten und so zerstört. Also man kann Wissen, was digital aufbereitet und archiviert ist, kann man auch zerstören, ne? Geht auch. Also es gibt im Endeffekt nur das eine, was man im Kopf hat. Da gibt es doch mal diese Albigenser oder Waldenser, die sogar die ganze Bibel im Kopf gehabt haben. Also im Endeffekt ist es wirklich so, es gibt nichts Sicheres, um irgendetwas aufzubewahren. Aber Bücher sind auf jeden Fall schon mal eine super Alternative, finde ich schon. Wollte ich nur mal eben bemerken. Aber es ist total lustig, weil genauso habe ich nämlich eine Lesung gestern beendet. Naja, ist ja nicht lustig. Für uns ist das ja inzwischen mehr oder weniger selbstverständlich. Wir wissen, dass wir vom selben Geist geleitet werden und irgendwo führen die Dinge sich dann immer wieder zusammen. Ne? Das ist vielleicht auch so. Etwas... Vielleicht auch etwas sicherer als USB-Stick, weil da braucht man ja einen Computer dazu. Und na gut, vielleicht eine CD aufnehmen in Musikformat, dass man das immer wieder anhören kann mit beliebigen CD-Player. Welches elektronische Speichermedium oder Gerät man auch immer braucht, alles was elektronisch ist, ist abhängig von Strom. Von eben. Anschluss hier und Anschluss da und ein Buch hat das eben nicht. Ein Buch nimmst du dir in die Tasche, holst es aus der Tasche, schlägst es auf und die Buchstaben sind immer noch da. Ich gebe dir recht, Marius, natürlich, man macht das vor allen Dingen, weil man elektronisch auf einem sehr kleinen Platz enorm viel Wissen speichern kann, ist richtig, aber der Zugang muss auch gesichert sein, ja? Das ist nun mal eben der Punkt. Je dichter die Information, desto umständlicher ist die Informationsentnahme und desto komplizierter auch die Abspielgeräte und anfälliger. Genau, und ein Buch ist nicht so besonders anfällig, nur gegen Hitze. Wie gesagt, Fahrenheit 451, die Temperatur, bei der Papier anfängt zu brennen. Aber schaut, der Punkt, den ich deutlich machen wollte, war, das ist, wo James Edgar Wiley in diesem allerersten Absatz des neuen Kapitels eingeht, was wir hoffentlich gut verstanden haben. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen der ökonomischen und geistigen Entwicklung eines reformierten Staates auf der einen und eines papistischen Staates auf der anderen Seite. Und der Papst will, dass die ganze Welt nicht die Freiheit der Reformation erleben darf, sondern dass wir alle unter dem Joch des Sklaventums von Rom bleiben sollen. Weil nur so können wir den Satan anbeten, der Anbetung haben will. Der ist nämlich nicht der Gott der Freiheit, der ist der Gott der Gefangenschaft. Der ist nicht der Gott des Lebens, der ist der Gott des Todes. Ja? Und Gott ist hier bitteschön kleingeschrieben zwischen Anführungszeichen zu verstehen, weil er ist kein Gott. Aber die Menschen erheben ihn zu einem solchen. Genau wie die Israeliten oder auch die Juden, die ja Teil der Israeliten waren im Alten Testament, das auch gemacht haben. Die den rechten Pfad von der Gottesanbetung verlassen haben und Baal angebetet haben. Darum ist Baal kein Gott, aber sie haben Baal zum Gott erhoben. Sie haben dann die Statuen des Baal angebetet und haben dadurch diese Statuen zum Gott erhoben. Darum ist es noch kein Gott, aber in ihrem Verständnis haben sie ihn zu einem Gott gemacht. Es gibt eine wunderbare Stelle in der Bibel im Alten Testament, ich weiß jetzt nicht, wo die genau ist, das kann ja vielleicht auch mal zwischendurch einer raus, wenn er Lust zu hat. Da geht es darum, dass ein Prophet Gottes im Alten Testament mit den Baalsanbetern mehr oder weniger da gesagt hat von, okay, dann zündet ihr ein Opfer an und ich zünde ein Opfer an und dann wollen wir gucken, welcher Gott sein Opfer akzeptiert. Und ihr Gott hat den ganzen Tag nichts akzeptiert und der Gott des Propheten, also der wahre Gott, unser Elohim-Gott, hat das Opfer akzeptiert und hat das Feuer angenommen. Das kann man sich ja mal durchlesen. Die Bibel ist voller spannender Geschichten, auch solcher spannenden Geschichten. Ja? Das heißt, die anderen Götzen sind keine Götter, sondern sind nur Götzen, sind nur Holz oder Stein oder welches Material auch immer in die Form gegossen eines anbetungswürdigen Idols, aus der Sicht der Menschen anbetungswürdigen Idols. Das ist
den Gott im Himmel zu erniedrigen, um ihn auf dieselbe Stufe zu bringen wie ein vierfüßiges Biest. Und da geht es ja in Römer Kapitel 1 drüber, auch nochmal ein Kapitel, das man vielleicht mal durchlesen sollte zum Verständnis dazu. Und wenn man das alles versteht, dann versteht man überhaupt, warum diese Götzen so eine Macht haben in unserer Welt, weil sie eben sichtbar sind. Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, ist nicht sichtbar für uns, visuell. Er ist nur geistig für uns sichtbar. Wir wissen, dass er da sitzt. Und mit Sitz meine ich nicht, dass er da auf dem Thron sitzt und die Füße hochstreckt und da, wie man so schön gotteslästerlich im Deutschen sagt, den lieben Gott einen lieben Mann sein lässt oder sowas, sondern das heißt, dass er mit dem Vater dort oben im Himmel regiert. Ja, das ist der Sitz, ne? Das ist der Autoritätssitz, den er da eingenommen hat. Nur wir sehen ihn hier nicht. Und wie viele Leute kennt ihr nicht, die sagen, ein Gott, den ich nicht sehe, an den kann ich nicht glauben? Da müssen sie nur mal ihre Augen aufmachen, weil wenn man sich die Schöpfung anguckt, dann sieht man nichts anderes als das Werk Gottes. Aber das glauben sie denn nicht, weil das ist ja alles aus der Evolution her entstanden. Ihr seht, das ist ein sehr komplexes, sehr interessantes Thema, wo man auch ganz leicht vom Hundertstel ins Tausendstel abschweifen kann. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde gesprochen, haben gerade mal einen Absatz aus diesem letzten Kapitel gelesen. Aber ihr seht, wie unglaublich wichtig, was für Informationen, was für wahnsinnig wichtige Informationen darin steckt, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt mit dem Thema. Und das ist ja auch das, was ich mit dieser Buchlesung machen möchte. Ich möchte ja nicht nur das Buch vorlesen, ich möchte euch deutlich machen, was da alles hintersteckt. Und wenn James Atkin Wiley uns hier deutlich macht, dass es einen ganz großen ökonomischen auf der einen Seite, also wirtschaftlichen, und einen Geisteszustandsunterschied gibt zwischen reformierten und unreformierten Ländern, dann kann ich nicht probieren, das anders deutlich zu machen, als euch durch die Geschichte zu zeigen. Schaut mal, vergleicht mal zum Beispiel Lateinamerika mit Nordamerika. Vergleicht mal Nordeuropa mit Südeuropa. Das ist komischerweise immer Norden gegen Süden. Ja? Das ist oftmals so. Naja, anderes Thema. Ja. Weil der Papst eben sagt, ihr erkennt mich nicht mehr als Antichristen, was damals die Motivation war, um mir meine Besitztümer wegzunehmen, sind mir diese Besitztümer unrechtmäßig entwendet worden und jetzt hole ich sie mir alle zurück und sei es mit Gewalt, sei es mit Enzyklikas wie unter anderem Caritas in Veritate. Und das bringt mich dahin, dass ihr das also wirklich mal dringend lesen müsst. So, da war noch eine Wortmeldung. Ja, also betreffend der Bibelstelle, das wäre der erste König 18. Mhm. Da hat Elia gegen Elia war es, ja. Okay. Ja. Das ist der erste König 18, für die wir es nachlesen wollen. Dann zum Konzil, wie du hattest, das müsste das Konzil, das fünfte laterale Konzil sein in Rom. Ja, das war Anfang des 16. Jahrhunderts. Ich meine 1513 bis 1517, wenn ich mich nicht irre. Genau, 1512. Oder 1512, okay. Ja. Ja, das ist ja sehr gut. Man kann sich mal kurz erinnern. Ja, okay, das fünfte Laterankonzil. Und da wurde halt in der Eröffnung gesagt von einem Erzbischof oder einem Kardinal, das weiß ich nicht mehr, du Papst bist ein anderer Gott auf Erden. Da wurde also im Grunde mit deutlich gemacht, dass wir hier auf dieser Erde in einer Theokratie leben, in einem Gottesstaat, nur nicht in einem Gottesstaat des Gottes im Himmel, wie die Israeliten so wahnsinnig toll eine Zeit lang leben konnten, bis sie abgefallen sind, sondern leider in einem Gottesstaat des Gottes dieser Erde, wie er in der Bibel im Neuen Testament genannt wird, eben der Satan, der Teufel, den ich schon mal erwähnt hatte. Danke, Alexander, für die interessante Meldung. Und ich denke mal, wir wollen mal probieren, ein wenig in dem Buch weiterzulesen. Ja, also ich hätte noch eine Ergänzung dazu. Ja, bitte. Wichtig ist ja, bei den Katholiken die Manipulation, wie von oben nach unten geht. Also eben das Hirn ist ja ausgeschaltet und das Volk wird dumm gehalten und arm gemacht durch die Regierung. Und wenn ich heute die Leute anschaue, wie sich tätowieren lassen oder was auch immer, sie geben sich ja ganz groß und merken gar nicht, wie sie sich manipulieren lassen, eigentlich von diesem Zeitgeist, wie da existiert. Und wehe, du redest diese Leute dann auf den Glauben auf Jesus Christus direkt an, dann spürst du eigentlich diesen antichristlichen Geist. Also heute ist auch noch sehr bezeichnend gewesen, fuhr ich hinter einem Auto nach, das hatte groß drauf Hells Angels
Welcome Club in Basel. Und diese Leute stehen ja wirklich voll unter dem Geist von Satan. Und jetzt red mal mit solchen Leuten über den Glauben. Also da bist du deinem Leben nicht mehr sicher als Christ. Stimmt. Ja, das ist wirklich, und das ist, wird dir, ja, wie soll ich sagen, da hast du gar keinen Einfluss mehr darauf. Das ist, du musst es akzeptieren, diese Welt ist so böse geworden. Und sie, das wird ja auch beschrieben in der Bibel, die Lieblosigkeit wird herrschen. 2. Timotheus Kapitel 3, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, da kommt das dann vor. Ja, ist noch eine gute Anmerkung von dir. Ich habe auch noch eine letzte Anmerkung, die ich einmal kurz machen möchte, bevor wir in dem Buch hier weitergehen. Und das ist ein Satz, über den sollte man vielleicht mal nachdenken. Mit Wissen kommt Verantwortung. In der Bibel steht so geschrieben nach dem Motto, wenn Jesus Christus sagt, man stellt auch sein Licht auch nicht unter einen Scheffel oder man stellt das Licht auch nicht unter ein Bett, dass es niemand sieht. Man versteckt es doch nicht. Wissen, vor allen Dingen das Wissen, das ich aus der Bibel ziehe, die Erkenntnis, die Weisheit, und das ist ja die einzige Weisheit, die in dieser Welt was zählt, das ist die Weisheit des Verstehens des Wortes Gottes. Dieses Wissen fordert Verantwortung, verantwortliches Handeln. Das heißt, wenn ich dieses Wissen bekomme, dann bin ich dafür auch verantwortlich, dieses Wissen mit anderen zu teilen. Ich bin kein Besserwisser, ich bin kein Lehrer, ich bin kein Oberlehrer, ich bin kein Prophet, ich bin nur ein ganz normaler Mensch, der das Wort Gottes studiert und Geschichte studiert und die Erkenntnisse, die ich daraus habe, euch gerne mitteilen möchte, weil die Weisheit, die Erkenntnis, die ich aus diesen Lehren die letzten Jahre gezogen habe, belasten mich mit einer Verantwortung, dieses meinen Mitmenschen mitzuteilen. Das ist meine einzige Motivation für diese Lesung und alle meine Lesungen, die ich mache. Für alles, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe, bis ich abends schlafen gehe, weil ich probiere, so viel Zeit wie möglich dieser Arbeit zu widmen. Weil die Erkenntnis, das Wissen, das ich mir hier rausgezogen habe, mit der Verantwortung kommt, das mit Menschen zu teilen. Wenn ich dieses Wissen habe und ich behalte es für mich, wem tut es dann gut? Nicht mal mir selbst. Man muss sich anderen Menschen mitteilen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich noch mal eben kurz erwähnen wollte. Weil all die ganzen Dinge, die ich hier erzähle, habe ich ja vor so vielen Jahren auch noch nicht gewusst. Gott hat mich in die Wahrheit geleitet. Genauso, wie es in der Bibel geschrieben steht. Jesus Christus hat in der Apostelgeschichte gesagt, es ist notwendig, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht weggehe, dann kann ich euch den Tröster nicht schicken. Aber wenn ich weggegangen bin, dann schicke ich euch den Tröster, den Heiligen Geist. Und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und wenn er uns in alle Wahrheit führt, dann sollen wir doch durch ihn andere auch in die Wahrheit führen. Das ist eine Aufgabe, das ist eine Verantwortung, die wir bekommen. Und der müssen wir auch gerecht werden. Jeder, der hier mit mir live versammelt ist und jeder, der sich dieses Video anguckt und daraus lernt, der muss das Gelernte damit umgehen und der muss sich davon bewusst sein, dass mit diesem Wissen eine Verantwortung kommt. Und zwar eine Verantwortung, um dieses Wissen auch anderen, die eben unwissend sind, mitzuteilen. Ich kann es gar nicht sagen, wie wunderbar der Herr wieder mal gearbeitet hat. Erinnert euch an das Lied am Anfang, das Alexander gesungen hat über den Blinden? Er wird die Blinden sehend machen und die Sehenden blind machen. Wenn wir durch die Gnade Gottes die Erkenntnis, das Wissen, die Weisheit aus der Bibel bekommen und sehend werden, sind wir dann nicht dazu verpflichtet, andere auch sehend zu machen? Müssen wir dann nicht auch die Aufgabe von Jesus Christus übernehmen und ihnen den Brei auf die Augen schmieren und zu sagen, geh und wasch dich und werde sehend? Nimm die Bibel, lies und informiere dich. Nimm das und das Buch hier, lies und informiere dich. Das ist eine Verantwortung, die wir haben.
Und wenn wir dieser Verantwortung nicht gerecht werden, dann werden wir am Tag des Gerichts dafür gerichtet werden, dass wir diese Dinge unverantwortungsmäßig behandelt haben. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Da bin ich sogar sehr von überzeugt. Es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Verantwortung nehmen. Und natürlich, Alexander, ich verstehe das, wenn man dann so hinter Leuten herfährt und die haben dann da so einen Hells Angels Aufkleber drauf, den will man jetzt nicht direkt die Bibel unter die Nase halten. Das ist vielleicht die verkehrte Art und Weise, das anzupacken. Da gibt es vielleicht andere Arten und Weisen und man kann es auch nicht mit jedem machen. Man sollte sich vielleicht seine Leute aussuchen. Ich meine, jemand, der anfangen möchte, Berg zu steigen, der fängt auch nicht mit dem Mount Everest an, sondern erstmal mit dem Brocken im Harz, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Ja, ich erklimme erstmal einen Hügel, bevor ich einen Berg erklimmen will. Ich brauche Übung darin und je besser ich darin werde, desto besser das geht. Je mehr ich das mache, desto mehr lerne ich davon. Oder wie wir hier im Deutschen sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Aber man muss eben Schritt für Schritt gehen. Und man sollte nicht vielleicht gerade bei den Hells Angels mit der Bibel reinmarschieren, wenn man da nicht viel Erfahrung drin hat. Das rate ich keinem an. Man soll ja nicht töricht sein. Ne? Und schon gar nicht mit der Lehre des Wortes Gottes. Man muss da besonnen drin sein. Und man muss sich seine Ziele aussuchen und man muss vor allen Dingen sich seine Ziele nicht selbst aussuchen, sondern man muss den Weg gehen, den Jesus für einen bereitet in der Hinsicht. Wo der Heilige Geist mich hinführt, um das zu machen, da mache ich das. Und wo der Heilige Geist mich nicht hinleitet, da tue ich es nicht. So, war da noch eine Meldung von dir, Marius? Ja, du sprachst von dem, die sehend gemacht worden sind und denen, die blind gemacht worden sind. Leider sind die, die blind geblieben oder gemacht worden sind hier auf Erden, in der irren Meinung, dass sie die Wahrheit gepachtet haben und dass sie dann das den Willen Gottes tun, obwohl sie dann teuflische Dinge verbreiten. Und die sehen sich dann selber berufen, verbesserisch zu wirken, Initiative zu ergreifen und erkennen nicht, dass sie in Irrtum sind. Es ist richtig. Sie meinen auch von sich selber, die Wahrheit gepachtet zu haben und dass nur sie die Wahrheit sprechen. Das ist aber nur, weil sie die wahre Wahrheit nicht kennen. Und was ist denn die wahre Wahrheit? Das finden wir doch, die wirkliche Wahrheit, die einzige Wahrheit, die es gibt, die finden wir doch nur in der Bibel. Also kann ich alles, was solche Leute als wahr meinen zu sein, nur messen gegen das Wort der Bibel. Und wenn die Dinge dagegen nicht Bestand halten, dann ist es nicht die Wahrheit. Das Problem ist natürlich, dass die Menschen, mit denen ich diese Tests machen will, die Bibel als Fundament für die Wahrheit schon mal gar nicht akzeptieren. Und sagen von, ja, du kommst mit der Bibel und ich komme dann mit dem Koran. Oder ich komme mit den buddhistischen Veden oder was weiß ich nicht, da was es da nicht alles dafür Schriften gibt. Oder mit den sibyllinischen Schriften oder mit dem Ainit oder was weiß ich, mit was ich kommen kann. Nein. Evolutionstheorie. Ja, zum Beispiel. Aber Evolutionstheorie fällt natürlich jetzt durch gegen die Bibel. Ne? Der Punkt ist, ich kann auch nur mit Menschen diskutieren, wenn ich die Bibel als Basis nehme, die auch die Bibel akzeptieren. Sonst stehe ich ja nicht auf gleichem Grund. Und deswegen breche ich viele Diskussionen mit Menschen überhaupt ab. Wenn die sagen von, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch, da muss ich nichts von wissen, sage ich, gut, dann kann ich dir nicht helfen. Dann wirst du auch nie verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Da wirst du immer in deiner eigenen Lüge bleiben. Da wirst du dich immer im Kreis drehen bleiben. Du wirst immer im Kreis schwimmen. Du wirst immer wie eine Katze ihren eigenen Schwanz jagen. Du wirst nie zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist deine Wahl. Deine Wahl. Ich gebe dir die Möglichkeit. Und ich komme noch nicht nur mit der Bibel und erschlage die Leute mit der Bibel. Ich nenne ganz einfach Fakten, die wir hier im Materialismus haben. Ja? Dass wir darüber gehen. Dass wir sagen, erkennt ihr denn nicht, wo das so und so lange hingeht? Ich meine, hier in Belgien habe ich das Gespräch schon seit Jahren geführt, dass ich Leuten sage, sogar Leute, die älter sind als ich und die ihr Leben lang in Belgien gelebt haben, ich sage, guck doch mal auf die letzten 30 oder 40 Jahre hier in der Politik zurück. Ich weiß noch, als ich hier in Belgien angefangen habe, da gab es hier eine Rechtsregierung, dann gab es eine mittlere Regierung, dann gab es eine linke Regierung und jetzt geht es wieder ein bisschen nach rechts rüber.
Wenn die letzten 30, 40 Jahre hier in Belgien beschauen, dann ist doch überhaupt, spielt es überhaupt keine Rolle, ob eine Partei der Rechten, der Mitte oder der Linken an der Macht war. Die allgemeine Politik war immer dieselbe. Und es ist noch kein einziger Mensch, der mir mit der Aussage gegengesprochen hat. Die haben alle gesagt, von das stimmt. Ja, wenn es dann stimmt, dann spielt es doch keine Rolle, ob du rechts oder links wählst, oder? Und da fallen sie dann wieder in ihr Ding. Ja, aber. Und dann merkst du, dass du gegen Berge anläufst, die man nicht so leicht überwinden kann. Aber im Großen und Ganzen sollten wir uns darüber einig sein, dass wir die Heilige Schrift als Fundament haben und die Heilige Schrift steht da als unverrückbare Wahrheit und gegen sie muss alles gemessen werden. Und das ist zumindest für uns Christen eine Hilfe. Wenn es auch für die meisten Leute in dieser Welt keine Hilfe ist, für uns ist es eine Hilfe. Wir müssen ja auch erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Die Wahrheit steht in der Bibel und die Lüge steht in der Welt. Das, was in der Welt gegen die Bibel gemessen wird und Bestand hat, das nimm mit. Und das, was durchfällt, das verwerfe. Genau wie es in der Bibel geschrieben steht. Das Gute behalte und das Schlechte verwerfe. Oder eat the meat and spit out the bones, wie ich im Englischen so oft zu sagen pflege. Ja. Aber wie gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Übung macht den Meister. Also fang an, die Gespräche zu machen auf einem Level, den du ankannst. Versuche nicht, den Mount Everest zu besteigen, wenn du noch niemals auf der Zugspitze warst. Um jetzt mal ein paar Berge von hier zu nennen, die wir jetzt alle mal kennen. Ne? Und dann wird man merken, dass man das auch meistern kann. Und dass man im Laufe der Zeit auch besser wird mit solchen Dingen. Aber Niederschläge oder Widerschläge wird es immer wieder geben. Jetzt sind wir vom eigentlichen Thema, glaube ich, ganz schön abgerückt, ne? Das eigentlich uns anzeigen wollte hier in diesem Buch, der Einfluss des Papismus auf den Nationalwohlstand. Aber so seht ihr mal, wie das funktioniert. Das war überhaupt nicht beabsichtigt, in eine solche Diskussion zu gehen. Wir haben gerade mal einen Absatz gelesen, aber ich möchte jetzt nicht weiterlesen, sondern ich werde jetzt die letzten paar Minuten dieser Sendung heute gebrauchen, um diesen ersten Absatz nochmal zu lesen. Jetzt lesen wir ihn nochmal, nachdem wir alles das gehört haben und gesagt haben und in uns aufgenommen haben und verarbeitet haben, was wir die letzte Stunde besprochen haben. Jetzt lesen wir diesen ersten Absatz nochmal. Die ökonomische, also die wirtschaftliche Lage eines Volkes ist unmittelbar von dem Stande seiner sittlichen und intellektuellen Bildung abhängig. Nachdem wir den niedrigen Stand der papistischen Völker in letzterer Beziehung nachgewiesen, bleibt uns noch kurz darzulegen, dass sie auch im Nationalwohlstand den evangelischen nachstehen. Der Beweis ist nicht schwer zu führen. Die Reformation brachte das Papsttum in den Schmelztiegel der Schrift. Die drei seitdem verflossenen Jahrhunderte, in denen der Erfahrung und der Romanismus ist in jedem dieser Prozesse als unecht befunden worden, im ersteren als Gegner der Wahrheit und daher der ewigen Glückseligkeit, im zweiten als Feind eines gesunden sozialen und politischen Zustandes und daher der irdischen Wohlfahrt des Menschen. Die Reformation oder der Protestantismus, welcher die Geister entfesselte, der die Herzen belebte, der Protestantismus, der den Verstand erweckte, das Gefühl reinigte, den Willen stärkte, brachte eben dadurch jedes ihrem Einflusse hingegebene Volk im raschen Laufe auf eine in geistiger und materieller Beziehung höhere Kultur. Darum auch auf eine höhere Glücksstufe und nach gerade jetzt der desfallige Unterschied zwischen evangelischen und papistischen Ländern die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Man sehe auf Westeuropa, den Hauptkampfplatz beider Systeme. Man sehe auf Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika heute und man sehe auf Lateinamerika. Man sehe mal nach China auf der einen und Indien auf der anderen Seite, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Nach 300-jährigem Nebeneinanderbestehen und Kämpfe auf evangelischer Seite ein stetiger Aufschwung, auf katholischer Seite
ein beständiges Sinken. Kann es einen schlagenderen Beweis geben als das, was uns die Geschichte der letzten 5 Jahrhunderte gelehrt hat in dieser Beziehung? Ich persönlich denke nicht. Wenn wir uns in der Geschichte informieren, wenn wir uns Kenntnis und Wissen und Weisheit aus der Geschichte und aus der Bibel aneignen, dann können wir nicht anders als unserem Autoren James Atkin Wiley hier vollkommen zuzustimmen und zu sagen, da hat er recht. Diese Gegenüberstellung zwischen Protestantismus auf der einen und Papismus auf der anderen Seite macht ganz deutlich, wo der Protestantismus vor allen Dingen sittlich und gewissentlich viel besser dasteht als der Papismus. Sittlich, denkt doch mal an zum Beispiel diese Unsittlichkeit der Beichte, die in römisch-katholischen Ländern auch heute noch intensiv betrieben wird. Ja? Und die es in reformierten Ländern so nicht gibt. Okay, in katholischen Hochburgen da vielleicht schon, aber eben im evangelischen Weltraum nicht so sehr. Also zum Beispiel jetzt in Deutschland mal so die Gegend von Hamburg. Da gibt es diesen Sittenverfall durch die Beichte, durch die katholischen nicht. Da gibt es andere Sittenverfälle, das will ich alles gar nicht abstreiten. Aber man sieht immer noch einen Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden, zwischen Deutschland und Italien, zwischen Deutschland und Spanien, zwischen Schweden und Portugal zum Beispiel, um das mal rauszuholen. Und das ist der Punkt, auf den James Atkin Wiley hier raus wollte. Und er führt noch nicht mal Amerika an Mitte des 19. Jahrhunderts, weil Mitte des 19. Jahrhunderts war Amerika noch nicht das, was es heute ist, im 20. Jahrhundert. Aber der ganze Reichtum, den Amerika sich selber verdient hat, aus ihrem Verdienst kommt, den hat es dadurch bekommen, weil Amerika in der Wirtschaft überall die Freiheiten hatte, die papistische Länder eben nicht haben. Obwohl Amerika natürlich an oberster Stelle auch Katholiken regiert ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Da müssen wir uns Herrscher des Bösen zuwenden, da müssen wir das Thema nochmal ganz neu aufarbeiten. Die Bevölkerung sind diejenigen, die oftmals ein Land prägen. Zumindest in der Hinsicht, wo die Bevölkerung Mitsprache hat in der Regierung. Und dass die Bevölkerung Mitsprache hat in der Regierung, ist dem Papst, dem Antichristen, ein Dorn im Auge. Papst Pius IX, Antichrist Papst Pio IX, hat es Mitte des 19. Jahrhunderts ganz deutlich gemacht in seinem Syllabus der Fehler. Er hat jede Regierung verdammt, wo die Menschen, wo das gemeine Volk Mitsprache hatte. Und das ist das Haupt Achievement, sagt man im Englischen. Wie sagt man das im Deutschen? Das ist eine der Hauptpunkte, die Länder erreicht haben, wie zum Beispiel Deutschland, England, Belgien auch ein bisschen, Niederlande und so weiter, durch ihre Demokratien, ja, durch dass das Volk mitregiert hat, das ursprünglich eine Regierung von unten nach oben aufgebaut hat. Anstatt ein papistisches System, wo die Regierung immer von oben nach unten geht. Top-down-Government, wie man so schön sagt im Englischen. Ja? Von oben nach unten. Das ist der Unterschied. Das wird umgedreht heutzutage. Wir befinden uns genau in der Phase, wo wir heute auf einmal aufwachen und sehen, hey, wir sind ja gar nicht mehr das Volk, das Mitsprache in der Regierung hat. Wir sind das Volk, das von oben regiert wird, von Leuten, die wir gar nicht richtig gewählt haben. Langsam kommt das den Menschen ins Bewusstsein. James Atkin Wiley hatte da 1850 natürlich noch eine ganz andere Sicht drauf. Damals war das noch anders. Damals waren die Regierungen noch nicht so jesuiten und katholisch unterwandert, wie sie es heute sind. Naja, deswegen haben wir ja das Buch Herrscher des Bösen von Tapasorsi gelesen im Deutschen. Glücklicherweise ist uns das ja in Deutsch gegeben, zu lesen. Und wir können das im Internet ganz gratis uns anschauen. Und zwar hier zum Beispiel haben wir eine Zusammenfassung von Herrscher des Bösen, die ich erst vor kurzem auf meinem Archiv hochgeladen habe, die ich in 10 Teilen oder so gelesen hatte vor einigen Jahren. Und hier haben wir das ganze Buch Herrscher des Bösen. Ja? Inzwischen von fast 5000 Mal angeschaut,
fast 400 Seiten stark, ein Buch, das man unbedingt sich anschauen sollte, um das noch besser zu verstehen, was wir heute hier besprochen haben. Ja, das war eine interessante Sendung heutzutage, auch wenn wir von dem Buch nicht viel gelesen haben. Aber ich denke, was wir besprochen haben, war ein wenig tagesaktuell und hat ein bisschen dazu beigetragen, vielen Menschen ein bisschen mehr Verstand, Einsicht, Wissen, Erkenntnis zu geben in die Basisdinge, die man haben sollte. Und die wirkliche Basis findet man natürlich immer nur in der Bibel. Deswegen müssen wir alles an der Bibel messen. Marius, Alexander, Michael, jemand anders, der noch hier ist. Sind da noch irgendwelche Wortmeldungen zum Schluss dieser Lesung? Wollt ihr noch gerne etwas loswerden, bevor wir das Video beenden heute? Nee. Gut. Nein, von meiner Seite nichts ist gut. Nee, ja, gut, wenn es nichts mehr gibt, dann... Ich denke, du hast da schon vieles rausgeholt und im Endeffekt läuft es alles darauf hinaus, dass man, glaube ich, die päpstlichen Enzykliken im Weltlichen total unterschätzt. Ja, oh ja, die werden im Weltlichen total unterschätzt, ja. Das ist richtig. Weil die Menschen eben die Verbindung nicht legen zwischen der religiösen, der geistlichen Macht und der weltlichen Macht. Und weil sie nicht verstehen, dass der Vatikan für sich in Anspruch nimmt, dass er der Herr der Herren und der König der Könige ist. Herr der Herren, also auf geistiger Macht der Höchste ist und auf geistiger Sicht die Höchste ist, mit der geistigen Macht der Höchste ist und mit König der Könige, dass dieses kleine Königreich von mal 108 Hektar Größe, Vatikanstadt in Rom, alle Könige der Welt beherrscht. Die Menschen wollen es nicht wahrhaben, aber die Bibel sagt uns, dass es so ist. Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 und Offenbarung 18, Vers 2 und 3. Und wenn der Star-Professor des Fernsehs Harald Lesch dann so einen Satz raushaut, dass die Ziele von dem Papst und der UNO die gleichen sind, ja, dann lässt uns das eine große Erkenntnis zu. Die meisten würden das aber so interpretieren, dass er dann mit der UNO übereinstimmt, aber nicht umgekehrt. Ja, wenn man dann weiß, dass der Papst durch Umwege oder durch seine Mittelsmänner die UNO überhaupt erst gegründet hat, dann fängt das vielleicht an, Sinn zu machen, ne? Aber du kannst den Leuten ja nicht so mit dem Papst irgendwie kommen, lieber Marius, weil die Leute verstehen nicht mehr das, was Martin Luther vor 500 Jahren gesagt hat. Ich glaube, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Endchrist ist. Hier sagte Martin Luther noch, ich glaube das. Das war nämlich am Anfang seiner, zwischen Anführungszeichen, protestantischen Karriere. Am Ende seiner protestantischen Karriere, im Jahr 1545, wo er das Buch veröffentlicht hat, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, da wusste Martin Luther, dass der Papst der Antichrist ist. Dieses Wissen kann man aber nur kriegen, wenn man die Bibel studiert und liest und das, was darin steht, in sich vereinnahmt. Und deswegen verbleibe ich damit bis zur nächsten 59. Lesung dieses Buches, um zu sagen, ja, wir werden wahrscheinlich nächstes Mal nochmal mit demselben Absatz anfangen, aber ich finde den so wichtig, das kann man gar nicht oft genug lesen. Und von daher bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und möchte dafür beten, dass Gott euch behüten und beschützen und segnen möge und dass ihr in der Zwischenzeit das Buch nehmt und zwar physisch in die Hand nehmt und die Bibel lest. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.